Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Gran Turismo Sport hier, die Manufacturer Series, Runde Nummer 10. Ja, das finale Rennen für diese Saison. Wir sind hier auf Sardegner Strecke A. Ja, und siehe da, ich habe es auf P4 geschafft mit meinem McLaren. Völlig überraschend, muss ich sagen. Ja, wir haben ja zweifachen Treibstoffverbrauch, fünffachen Reifenverschleiß, haben die weiche und mittlere Mischung zur Verfügung. Wir müssen beide gefahren haben. Ich werde hier auf der weichen Mischung starten. Und ja, werde nach den ersten paar Runden dann mal sehen, wie das Rennen so verläuft. Irgendwann muss man dann logischerweise stoppen, vor allem sehen, wie die Reifen abbauen. Und dann hoffe ich heute ganz stark auf dem Podium. Ja, liebe Zuschauer, die Manufacturer Series Saison 1, Runde Nummer 10, das Finale hier in Sardinien. Ja, Strecke A, einer von 6 Streckenteilen oder möglichen Streckenlayouts hier. Ist eine interessante Strecke, muss ich auf jeden Fall sagen, aber auch sehr gefährlich mit vielen Wänden und Leitplanken. Auf der Pole Position ein Engländer im Aston Martin, auf der 2 ein Engländer im Jaguar F-Type. Auf der 3 ein deutscher Fahrer im Mercedes. Ja, und auf der 4 komme dann schon ich im McLaren F1 GTR BMW. Auf der 5 ein Italiener im Jaguar F-Type. Auf der 6 ein Fahrer aus Polen im Mercedes GT3. Auf der 7 ein Spanier im VW Beetle. Auf der 8 ein deutscher Fahrer im Ford Mustang, der mir im Qualifying sehr freundlich Platz gemacht habe, weil ich schneller war. Auf der 9 ein deutscher Fahrer in VW Beetle. Auf der 10 ein Spanier im Jaguar F-Type. Auf der 11 ein Franzose im Porsche 911 RSR. Auf der 12 ein Fahrer aus Südafrika müsste das sein im Porsche. Auf der 13 ein weiterer deutscher Fahrer im Aston Martin. Auf der 14 ein Franzose im Subaru WRX. Auf der 15 ein Italiener im Peugeot RCZ. Auf der 16 ein Engländer im Jaguar F-Type. Auf der 17 noch ein deutscher Fahrer im Aston Martin. Auf der 18 ein Italiener im Lamborghini Huracan. Und dann haben wir keinen mehr auf der 19. Es waren ursprünglich mal 20, so wie immer. 2 sind raus, während der Quali schon, habe ich gesehen. Ja, ich hoffe auf ein gutes Rennen. Mein letztes Rennen, beziehungsweise mein letztes Rennvideo liegt jetzt genau eine Woche zurück. Oder nee, schon länger, glaube ich. Ja, lief nicht so in letzter Zeit, muss ich sagen. Aber umso mehr Bock habe ich heute hier wieder hinterm Lenkrad zu sitzen und los geht's. Sehr verhalten von mir da in Kurve 1, aber ich will nicht gleich das Rennen in der ersten Kurve wegwerfen. Hui, da war es eng mit dem Mercedes. So weit, so gut. Die ersten 3 vor mir unverändert, glaube ich.
Ja, da hat der Mercedes Pech gehabt, der ist zu viel zu weit rausgekommen. Ja, jetzt heißt der Aston Martin und ich hier an der Spitze. Das war knapp, der war direkt neben mir, in Kurve 4 war das, glaube ich. Weiß ich, ist er mir gerade ins Heck gefahren oder fast? Ich habe auf jeden Fall mal nichts gemerkt, nur gesehen. Jetzt ist er hier direkt neben mir. Du bist doch der Letzte, echte. Was machst denn du? Jetzt krieg ich bestimmt noch eine Strafe deswegen. Unglaublich. Jetzt haben natürlich hinter mir alle wieder aufgeschlossen, ist ja klar. Selbst der Mercedes, der in der Wand hing, ist jetzt auf 1. Wahnsinn. Interessante erste zwei Runden, muss man sagen. Ja, der Aston Martin, der hat mich da schlicht und weg einfach versucht zur Seite zu drücken und das ging natürlich für ihn komplett nach hinten los. Ja, ein deutscher Fahrer vor mir übrigens. Im GT3. Leider zu weit rausgekommen. Darum der Rutscher. Ja, wir sind übrigens in Runde 3 von 15. Ich habe das, glaube ich, eingangs gar nicht erwähnt, dass wir hier 15 Runden absolvieren müssen. Martin hat mich so viel Zeit gekostet. Ja, ganz gefährlich hier, wenn man da zu weit rauskommt, war es das. So, jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen Windschatten. 7/10. Ich muss auch auf den Jaguar aufpassen, der hinter mir fährt. Der ist nur noch 7/10 weg. Ja, spannend wird es natürlich sein. Wann kommt der Mercedes zur Box? Und wann gehe ich zur Box? Ich denke mal, so nach 5-6 Runden sind die weichen Reifen durch. Maximal. Ah, das wäre meine Chance gewesen, aber ich habe zu früh gebremst. Hinter mir der Jaguar.
Jetzt sollte ich mit Regen. Hoffe ich zumindest. Ganz schön abgeblockt gegen den F-Type. Ich habe es noch im Rückspiegel oben gesehen. Also Mercedes ist immer noch Zweiter. Ja, man merkt, dass die Reifen nachlassen und zwar gewaltig. Das kommt schon wieder näher durch den Windschatten. Ah, wollte eigentlich vermeiden, auf die Wand zu donnern. Aber habe sie trotzdem berührt. Mercedes ist nur noch Vierter. So, eine fahre ich noch. Der F-Type hinter mir wird abgebremst oder wurde abgebremst. Ja, somit ist der Mercedes wieder Zweiter hinter mir. Mal erwischt. Leider. Ja, wie schon erwähnt, macht die Strecke hier eigentlich richtig Spaß. Man muss nur ein bisschen auf ein paar Kurven aufpassen, die ziemlich tricky sind. So, jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, an die Box zu kommen. Einiges an Zeit verloren jetzt in der letzten Runde hier. So, die mittleren nehmen. Tanken müssen wir nicht, das reicht hier völlig aus. Ja, der Mercedes ist natürlich auch reingekommen, der war direkt hinter mir. Ich hoffe, dass er hinter mir bleibt nach diesem Boxenstopp. Ja, wir kommen in Runde 6, Leute. Und los geht's. Beziehungsweise weiter geht's. Ich hab den schon gesehen, den Mustang. Ich hab dem eigentlich auch Platz gemacht, trotzdem ist er mich reingedonnert. Komisch. Eigentlich weg von der Ideallinie, das wollte ich sagen. Sorry an dieser Stelle an den Mustang-Fahrer, war keine Absicht. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken, wo der Mercedes eigentlich rauskam. Also er ist zumindest mal nicht direkt vor mir oder hinter mir. Daher weiß ich es nicht.
Ja, 9. im Moment. Warten wir mal ab, bis alle an der Box waren. Natürlich voll im Verkehr rausgekommen. Das war alles andere als ideal. Den Mercedes habe ich auch entdeckt. Der ist 2 Plätze hinter mir, also hinter dem Mustang. Runde Nummer 8, P7. Ja, der Mustang ist zur Box. Jetzt wieder der Mercedes direkt hinter mir. 2 Sekunden Vorsprung für mich. Ja, da kommt noch ein Mercedes rein, der war auch noch weit unterwegs bis jetzt. Ich denke, dass es jetzt hier noch einige Boxenstopps geben wird. So, freie Fahrt. Runde Nummer 9. 1,5 Sekunden Vorsprung zum Mercedes hinter mir. Ja, noch 4 Fahrer vor mir, die offensichtlich noch nicht an der Box waren. Ich hoffe es zumindest. Aber ich war ja der Erste, der zur Box kam, und außer mir und der Mercedes waren, glaube ich, nur noch ein anderes Fahrzeug in derselben Runde an der Box, meine ich. Aber warten wir es ab. Ein paar Runden sind es noch. Bisschen zu weit rausgekommen. Diese Kurven, die sind so blöd. Ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. 2 Fehler gemacht da hinten. Das ist natürlich wieder ein leichtes Spiel für den Mercedes. Der wird mich jetzt mit Windschatten wahrscheinlich gleich überholen. Ja, Feld ist fast bereinigt. Ein Jaguar noch vor mir, der noch nicht an der Box war. Nein, 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 das gibt's doch nicht. Ja, jetzt ist er vorbei. Leichtes Spiel für ihn natürlich, wenn ich hier solche Fehler mache.
Jaguar kommt rein. Das heißt, das Feld ist jetzt gleich bereinigt. Ich muss zusehen, dass ich an dem Mercedes wieder vorbeikomme. Nach 5 Runden. Ja, wir kommen in Runde Nummer 11. Oh, da kommt noch der Jaguar. Nah dran. Ja, zur Erinnerung, das ist der Mercedes, der in der ersten Runde den Ausritt hatte hier in dieser Kurve. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der war. Ja, Runde 12, 18. Rückstand. Starkes Rutschen hier. Ja, dann aus 8 Zehntel mal ganz schnell 1,5 Sekunden. Ist er da gerade eingeschlagen oder sah das nur so aus? Sah wohl nur so aus, weil der Vorsprung wird größer. Ja, 2 Sekunden, Schande. Habe ich jetzt echt ein bisschen verbockt in dieser Runde. Die Kurve treffe ich offensichtlich gar nicht mehr, das ist ja Katastrophe. Oh, was ist denn jetzt los? Oh Mann! Jetzt geht mir hier noch mein Podium flöten in den letzten Runden, oder wie? Oh Mann! Übel. Ja, die Reifen, die bauen auch ab, das muss ich definitiv sagen. Eieiei. Ja, die potenziellen Siegchancen sind auf jeden Fall weg. So viel kann ich schon mal sagen. Thank you.
Jetzt oder nie. Nicht ganz fair. Aber nur so schaffe ich es noch. Das Podium lasse ich mir jetzt hier nicht durch die Lappen gehen. Zumindest versuche ich es. Runde 14. Noch zwei Runden müssen wir. Der mich hier fast abschießt. Komischer Vogel. Ja, jetzt wird es eng. Hinter mir noch drei Fahrer, ganz dicht an mir. Ja, das ist auch schon die letzte Runde, aber nein, es muss noch mal eine sein. Die wird noch mal richtig schwierig. Danke! Du bist doch ein Trottel, echt, hey. Na super! Meine Fresse! Tja, das war's dann auch mit dem Podium endgültig. Fass es nicht! Fass es nicht! Sauber in die Wand geschickt! Unglaublich. Vor allem ärgert es mich, weil ich von 4 gestartet bin. Ja, das war's, Leute. Das Rennen ist gelaufen. Das Rennen ist gelaufen. Hat so gut angefangen. Unglaublich. Klar, selber kleine Fehler gemacht, aber da jetzt abgeschossen zu werden, das hätte nicht sein müssen. Tja. Werde ich so wohl, wie soll ich sagen, abhaken müssen. Und auf die nächste Saison blicken. Unglaublich, nach so einem guten Start. Einmal abgeschossen wurden und dann auch noch abgeschossen worden, dann auch noch selber in die Wand gefahren. Tja, am Ende dann leider nur Platz 9. Echt eine bittere Pille, wie gesagt, von Start Platz 4 losgefahren und dann hier sowas. Tja, hat nicht sollen sein. Ja, liebe Zuschauer, 9. Platz. Ah, ich kann es immer noch nicht fassen, dass es so blöd jetzt gelaufen ist in den letzten, was waren es, 3-4 Runden. Werden wir das natürlich selber auch nochmal angucken und ein bisschen analysieren, was ich da selber auch noch falsch gemacht habe. Ansonsten wäre hier locker ein Podium drin gewesen vom Speed und auch vom, ja, Strecke lag mir, Auto auch.
Ja, letzten Endes hat der Mercedes dann hier auch gewonnen. Naja, sei es drum. 52 Punkte. Es ist heute mal wieder sehr warm im Rennsitz, merke ich gerade. Puh. Ja, an den Gesamtpunkten hat sich noch ein bisschen was getan. Aber ja, ist letzten Endes auch nicht der Rede wert. Oder die Rede. Ja, wir sind durch. Ich bin alle Rennen gefahren. Auch letzte Woche Spa, aber das ist gar nicht gelaufen. Darum gab es da auch kein Video dazu. Das war grottenschlecht. Ja, also rückblickend muss ich sagen, war es keine schlechte Saison. Leider, ja, hier das Podium verpasst. Auch keinen Sieg irgendwo gehabt oder ähnliches. Ich glaube, mein Highlight war es 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Und ja, ich glaube, Fuji war auch noch ganz gut. Ansonsten eine spannende Saison. Ich hoffe, die nächste Saison geht bald weiter. Ich freue mich auch über alle, die ja, mir immer einen netten Kommentar schreiben. Auch vielen Dank an alle, die meine Videos hier anschauen. Immer mal wieder reinklicken und mitfiebern. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Saison wiedersehen. Bis zum Beginn der nächsten Saison wird sicher das eine oder andere Daily Race kommen. Ihr dürft das Ganze sehr gerne abonnieren, wenn ihr noch nicht habt. Wie gesagt, einen netten Kommentar schreiben, wenn ihr möchtet, oder ein Gefällt mir da lassen. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video hier auf meinem Kanal wiedersehen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.